CryptoTV und FS1 präsentieren den Golden Earth Vision Kongress von 5. November 2016. Es sprachen dort der Allgemeinmediziner Dr. Leubner. Er plädiert für eine bessere Aufklärung von Patienten und Ärzten über die Risiken von Impfungen. Mit dabei Joe Conrad von BewusstTV. Er machte sich auf diesem Kongress Gedanken über den Wandel des Bewusstseins in der Menschheit. Joe glänzte auf diesem Kongress auch noch als Gastmoderator. Mit seinen wohldurchdachten Fragen konnte er in 3 zusätzlichen Interviews den angesprochenen Themen viel Klarheit verleihen. Unter anderem interviewte er die Veranstalter dieses Kongresses, den Verein Golden Earth Vision. Sie widmen sich dem großen Ziel, Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Dazu fördern sie zum Beispiel auch die Leis-Schule und die Wildnisschule Auenland. CryptoTV war vor Ort und konnte miterleben, wie dort den Kindern ein bewusster Umgang und ein vernünftiges Leben mit der Natur gezeigt wird. Kräuterkunde, Löffelschnitzen, Lagerfeuermusik und das Kennenlernen der Waldtiere ist nur ein kleiner Anteil, der dort den Kindern spielerisch vermittelt wird. Eine eigenständige Filmdokumentation darüber wird auf FS1 und CryptoTV folgen. Joe interviewte auch noch den schon zuvor erwähnten Dr. Leubner und als dritten Gast stellte Joe Conrad ein paar Fragen an Eduard Kahn, der uns auch die Leis-Schule ans Herz legen will. Und den krönenden Abschluss bietet uns Christa Jasinski mit den authentischen Geschichten über das Leben und die Wesen in der Innererde. Und diesbezügliche Hinweise zum Untersberg wird sie uns auch noch offenbaren. Nach dieser Konferenz durfte ich Frau Jasinski in einem kurzen Interview noch ein paar eigene Fragen stellen. Ach ja, und bei jedem der 3 Sprecher floss ein 30-minütiges Podiumsgespräch ein, wo die Zuseher noch ihre offenen Fragen live stellen konnten. Die Vorträge werden am Ende von der Familie Diane, Elias und Bea Gemsjäger und dem Konferenzmoderator Norbert Bartner musikalisch abgerundet. Ja, dieser Kongress war sehr umfangreich. CryptoTV hat sich dort noch lange und ausgiebig umgesehen und für euch noch zusätzlich ein paar andere interessante Menschen für ein Interview hervorholen können, die sehr originelle Heilpraktiken vorstellen. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen im Golden Earth Vision Center und in dieser Episode mit Herrn Dr. Leubner. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Gastreferenten, Herrn Dr. Leubner, Allgemeinmediziner im Ruhestand. Und Dr. Leubner, darf ich jetzt bitte nach vorne bitten und ihm das Wort übergeben. Es gibt manchmal so auch Durchstimmungen. Ja? Das gibt es zu allen Zeiten. Und es gibt auch Stimmungen, wo wir alle gedrückt sind. Ja? Das Leben ist nichts anderes als täglich eine Prüfung und eine Tröstung. Ja? Aber unsere eigentliche Aufgabe ist, aneinander aufzurichten, wieder mitzuschleppen, aufzurichten, wieder zu trösten, wieder Mut zu machen. Ja? Das ist unsere Aufgabe. Ja? Wir sind immer für die anderen da. Und eines dieser Aufgaben, die wir ganz wichtig haben, ist Wissen zu vermitteln. Das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn uns Menschen unsere Unwissenheit ausnutzen. Ja? Und das ist auch der Grund, warum ich mich also immer freue, wenn ich eingeladen werde, alle Menschen um die Unwissenden aufzuklären. Das ist meine tiefste, innerste Aufgabe geworden in den letzten Jahren. Und aufgrund dieser Aufklärungsarbeit ist es mir leider auch passiert, dass etliche Menschen, die in der
passiert sind, für mich Berufsverbot verlangt haben. Ja? Ein Impfstoffhersteller hat so lange gearbeitet, ich hatte ja ein Verfahren, das über 7 Jahre gegangen ist, immer Berufsverbot, ja, nein, bis dann über die Bundesregierung, über die österreichische Bundesregierung, Frau Minister Ptolsky, der Auftrag erteilt wurde an die Ärztekammer, mich aus der Ärzteliste zu streichen, was dann auch passiert ist. Und zwar mit der Begründung, er ist eine Gefahr für die Volksgesundheit. Ja? Dieser Mann ist eine Gefahr für die Volksgesundheit. Ja? Ich habe dann tatsächlich Berufsverbot bekommen, aufgrund meiner dieser Tätigkeiten, dass ich die Menschen aufkläre. Und wurde dann aber von den Verwaltungsrichtern, vom Höchstgericht, wurde ich voll rehabilitiert. Ja? Und ich wurde aus der Ärzteliste gestrichen, es gab mich nicht mehr als Arzt. Ja? Aber schließlich, es gibt auch immer wieder diese Tröstungen. Die Höchstrichter haben also erkannt, dass er keine Gefahr für die Volksgesundheit ist. Und sogar, das war mein Einwand bei der Beschwerde, dass es mir noch nie nachgewiesen wurde, dass ein einziger Mensch durch meine Tätigkeit einen gesundheitlichen Schaden erlitten hat. Ja? Also das war sehr, dass ich also dass das eben tatsächlich so ist, dass durch meine Tätigkeit kein Mensch einen gesundheitlichen Schaden erlitten hat. Und das kann ich Ihnen sagen, das ist für einen Arzt eigentlich schon viel. Ja? Das ist schon sehr viel. damit kann ich also schon ruhig abtreten. Ja? Inzwischen habe ich in diesen 4 Jahren des Berufsverbotes habe ich natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, im In- und im Ausland und auch weitere Bücher geschrieben, weil noch einmal, Bildungsveranstaltungen, wie die auch hier angeboten wird, das ist unsere Aufgabe. Ja? Ja? Und ich ganz kurz vorstellen, ich bin bald 73 Jahre, ich war 40 Jahre lang Arzt, ich habe meine Patienten vorwiegend im ärztlichen Gespräch, Leib- und Homöopathie behandelt. Und ärztliches Gespräch besteht auch aus Zuhören. Also in Wirklichkeit zum allergrößten Teil aus Zuhören. Dann erfahren wir seine Geschichte des Kranken. Erfahren wir eigentlich, was ihn wirklich drückt. Ja? Und bin auf das Thema Impfen gestoßen, das ich nie gesucht habe. Ich habe zunächst das Impfen verteidigt. Ich habe 4 Kinder, die ersten 2, meine Buben wurden geimpft. Damals gab man nicht so viele Impfungen, vor 70. Und dann die große Inflation der Impfungen gekommen. Plötzlich war nicht nur mehr eine Impfung, eine zweite, sondern es war 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist unglaublich, wie das inflationär buchstäblich angewachsen ist. Ja. Dann hat ein Patient von mir, der eine Zeckenimpfung haben wollte, hat eine Hirnentzündung erkrankt. Und ich habe ihm die Impfung gegeben. Und da habe ich schon einen trockenen Mund bekommen. Und Knieschlottern, was habe ich da angestellt? Wenige später ist eine Studentin an dieser Impfung verstorben. Und dann habe ich mich begonnen zu beschäftigen. Und das ist schließlich dann herausgekommen. Und ich bin ein Mensch, ich sage es immer ganz ehrlich, ich habe ein Temperament und kann den Mund nicht halten. Ja? Das ist nicht unbedingt ein Mut von mir, sondern ein Bedürfnis von mir, ein unbezwingbares Bedürfnis, dass ich nicht niederhalten kann oder ich verliere meine Kontrolle über mich, wenn es um das Thema Impfen geht. Und jetzt habe ich, ihr habt gehört, ich habe nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich bin sehr höflich und versuche tatsächlich in dieser Dreiviertelstunde mit meinem Beitrag durchzukommen, damit auch noch Möglichkeiten für Kommentare, ja nicht nur Fragen, Kommentare geben. Diesen kurzen Vortrag habe ich jetzt geändert, sondern ich habe einen anderen, aber ich habe gedacht, für diesen Saal, für dieses Ereignis, passt ein anderer Vortrag, der ist ein bisschen kürzer. Erstens, weil er kürzer ist und zweitens, weil er geistig sehr gut hier in dieses Haus passt. Mache ich irgendwas falsch, weil so Kraft, ein bisschen leise sprechen, glaube ich, ja? Ich glaube, ein bisschen leise sprechen, ja? Nicht so, na gut. Also, wenn es gut. Und zwar ist das Ende der Impfära gekommen. Es gibt in der Geschichte Zeiten, wo etwas verschwindet. Ja?
Vielleicht wissen einige, dass Jahrhunderte hindurch die Menschen früher den Aderlass so angewendet bekommen haben, dass ganz, ganz viele Menschen gestorben sind. Bis man drauf gekommen ist, wir haben einen Fehler gemacht. Und ein weiterer Fehler in der Geschichte der Medizin sind die Impfungen. Ja? Und es gibt Anzeichen, dass dieses Ende der Impfära gekommen ist. Trotz des Impfwesens, trotz des gigantischen Apparates, sondern das Ende ist gekommen, ich bin ganz überzeugt davon. Inzwischen sind in Österreich über die Hälfte der erwachsenen, gebildeten Menschen impfskeptisch. Das ist eine Umfrage aus den vor 2 Jahren. 39% Impfbefürworter stehen 4% strikte Impfgegner, aber auch 57% Impfskeptiker gegenüber. Ja? So sagen sie. Ich bin überzeugt, es gibt wesentlich mehr Impfgegner. Aber 57% ist schon ganz viel. Und das sind die Aktiven, die nachgedacht haben. Es gibt Menschen, die berührt das Thema impfen nicht. Ja? Nun muss ich gleich sagen, in Zeiten der Diktaturen wurde jede Art von Impfkritik verstummt. Da gab es keine Kritik, da gab es keine Meinung. Da gibt es nur eine Meinung. Ja? Und interessanterweise, bei den Gebildeten ist die Ablehnung gegenüber Impfungen am höchsten. Und damit meine ich Gebildete, die normale Schulbildung haben. Hans sagte mir, alle diese Dinge. Und interessanterweise bei den Akademikern sind nicht so hoch die Ablehnung. Ein eigenes Phänomen, aber wir werden darauf zurückkommen. Und Sie kennen alle die Dauerbrenner der Impfindustrie. Ja? Das steht bei jedem Gesundheitsamt, überall steht das. Schutzimpfungen gehören zu den erfolgreichsten Errungenschaften der modernen Medizin. Ja? So heißt es. Modern, weil die Lebenserwartung und alle diese Dinge. Und es ist die effektiv, die Präventivmaßnahme. Wir können uns schützen und immer mehr schützen und wir können uns nicht mehr gegen 3, sondern gegen 7, inzwischen gegen 21 Krankheiten schützen. Das hat aber nichts mit Gesundheit zu tun, nebenbei gesagt. Erstens schützt es nicht und zweitens hat es mit Gesundheit gar nichts zu tun. Wir sagen immer, die WHO will die Krankheiten ausrotten. Ja? So wie sie uns erzählen, mit der Pockenimpfung haben wir die Pocken ausgerottet. Ja? Nun, das ist ein wunderbares Schlagwort. Das hat aber nicht mit der Impfung zu tun. Die Pocken, das war eine Krankheit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in allen Ländern Europas und auf der ganzen Welt infolge der Armut und des Drecks und des Hungers und des Elends. Jede leichte Erkrankung hat so und so viele Menschen hingerafft. Ja? Die Krankheiten, diese großen Krankheiten, sind erst zurückgegangen, durch den sozialen Fortschritt. Hier sehen Sie also diesen Sozialmediziner Thomas McKeown, der also hier die Zahlen nimmt von den englischen Großstädten um 1840, also Liverpool, London, und alle diese großen Städte, die Industriestädte. Da hat es also im Jahre 1840 4000 Tote an Tuberkulose gegeben, auf 1 Million Einwohner. Und schon im Jahre 1860 ist das schon auf unter 3000 heruntergegangen. 1880, also 1870, wurde der Tuberkulose-Bacillus entdeckt, da waren es nur mehr 2000. Das heißt, die Entdeckung des Tuberkulose-Bacillus hat überhaupt keinen Einfluss gehabt auf den Rückgang der Tuberkulose, also eine jener großen Krankheiten wie Tuberkulose, Pocken und so weiter. Und um 1940, mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, wo man die Antibiotika, Penicillin entdeckt hat, hat es bereits weniger als 1000 Tote gegeben. Und schließlich, ja 1950, haben wir begonnen mit der Tuberkuloseimpfung, BCG-Impfung. Und da waren wir nur mehr 200 Tote pro 1 Million Einwohner. Das hat alles zu tun damit, was 1840, Erfindung der Dampfmaschine, Erfindung des elektrischen Stroms, die Eisenbahn. Das heißt, es wurden Nahrungsmittel transportiert, es wurden Häuser gebaut, Verkehrswege erschlossen, überall hin konnte man die Menschen versorgen, Spitalwesen, alles ist, das war der industrielle Fortschritt. Das hat die Seuchen vertrieben. Medizin hat da überhaupt nicht dazu beigetragen. Lassen Sie sich nicht erzählen, die moderne Medizin lasst uns älter werden und hat die Seuchen vertrieben. Sondern ausschließlich das, was der Mensch braucht. Sauberkeit, ausreichend zum Essen, menschenwürdige Wohnungen und im Krankheitsfalle Versorgung. Das macht die Lebenserwartung aus. Ja?
aber das erzähle ich uns. Ja. Und dann war damals gerade ab dem Zweiten Weltkrieg, das dürfen Sie nicht vergessen, nachher sind plötzlich alle Krankheiten, die schon praktisch keine Rolle mehr gespielt haben, ja, Masern, Mumps, das hat keine Rolle mehr gespielt, weil die Menschen insgesamt viel gesünder waren. Das waren unangenehme Störungen, 2, 3, 4 Tage oder 4 Wochen im Großen und Ganzen, aber das war keine Bedrohung mehr, weil wir eine bessere Gesundheit hatten, ja. Und dann haben sie, darf man das vergessen, während des Zweiten Weltkrieges Impfungen entwickelt. Und vorwiegend war es die französische und amerikanische Industrie. Ja? Gegen Tuberkulose, irgendwie haben wir gehört. Nicht? Die haben uns dann gesagt, ja, durch die Impfungen, ja, die Tuberkulose hat ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt, die Tuberkulose. Da haben sie die verschiedenen Lungenkrankenhäuser haben sie ja schon längst zugesperrt gehabt, weil das schon Geschichte war, die erst mit der Impfung begonnen haben. Aber dann plötzlich, 1970 sind die großen plötzlich ganz viele Krankheiten gefährlich geworden, die keine Rolle mehr gespielt haben. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, plötzlich waren alles ganz gefährliche Krankheiten, die lächerlich gering waren. Sie erzählen uns heute noch, Masern kommt wieder zurück, weil die Leute impfmüde werden. Wir haben ja manchmal tatsächlich wenig Masernfälle pro Jahr. Voriges Jahr haben wir also etwas über 200 gehabt. Und was glauben Sie, wie viele Masernfälle heuer gemeldet wurden? Heuer seit 2016, seit Jänner. 9. 9 Masernfälle wurden gemeldet. Und denen man sagen kann, dass ein Drittel überhaupt Fehldiagnosen waren. Ja? Also stellen Sie sich vor, und Sie stellen uns hin, was steht da dort? Masern, eine gefährliche Krankheit. Und hoch ansteckend, bitte, eine Krankheit, das nehmen nur die Kinder her, wo es 1 Million Kinder und Jugendliche gibt in Österreich, erkranken 5 Personen, 5 Kinder und Jugendliche, also 9 Kinder, lassen wir die 9 gelten, das soll hoch ansteckend sein, wenn in Kärnten kein Fall war, wenn in der Steiermark 3 und in Salzburg ein einziger Fall war, dass wir hoch ansteckend sein. Ja, sowas erzählen Sie uns. Und wie damals, das war 2008, glaube ich, was, ja, wie die sogenannte Salzburger Masernepidemie war, ist ja sogar die Epidemie ausgerufen worden. Epidemie ist ausgerufen worden. Ich habe dann nachgeschaut, wie viele Kinder gibt es in Salzburg, wie viele Schulkinder. 0,5% war erkrankt. Aber die Zeit war mit Schlagzeilen voll. Berichtet wurde stündlich im ORF darüber. Die Masern sind angebrochen. Nicht einmal 2 Hände voll Kinder sind ins Spital gelandet. Warum, weiß ich nicht. Haben wahrscheinlich die Ärzte Zeit gehabt. Weil die sind nach einer Woche zu Fuß nach Hause gegangen. Also nicht ganz, sondern die wurden einmal gesund. Ja? Aber getan haben sie. Und damals, Sie erinnern sich vielleicht, die 2 großen Politikerinnen, die Frau Minister Kdolski, die mein Berufsverbot angeordnet hat, und die Frau Landeshauptmann war die Frau Burgstaller, Gabi Burgstaller, die haben beide getagt, die haben sich den Kopf zerbrochen, was sie jetzt machen werden, sie haben sich ausgedrückt, mit den Ärmsten der Armen haben sie sich ausgedrückt, sowas zumindest in den Medien zu lesen. Ja? Das war eine furchtbare Epidemie. Und ein Fall ist sogar nach Oberösterreich ausgelaufen. Das ist entkommen, obwohl sie um Salzburg einen Impfgürtel errichtet haben. Können Sie sich vorstellen, was das ist, ein Impfgürtel? Da haben sie also 1000 Ärzte aufgestellt, schon mit Impfinjektion, Richtung Oberösterreich, Grenze nach Oberösterreich abgeriegelt. Ja, die beiden großen Politikerinnen sind inzwischen verschwunden, während ich wieder da bin, nach meiner Rehabilitation. Ja. Ja. Und es ging dann weiter mit Polio, HIV, Diphtherie, Keuchhusten, FSME, das nationale Bedrohung durch die Zecken. Ich kann Ihnen gleich sagen, bis dorthin hat jeder Mensch einmal Zecken gehabt und nie hat er was sich gedacht. Dann hat ein genialer Erfinder, ein Virologe, der kein Arzt ist, der nie Kranke gesehen hat, der noch nie Kranke gesehen hat mit einer Hirnhautentzündung, hat die Idee gehabt, es könnte sein, dass eine Zecke ein Virus in sich hat,
das beim Stich dann übertragen wird und dieses Virus vermehrt sich dann und steigt dann zum Gehirn und zerfrisst das Gehirn. Fantastische Idee. Es hat also ein unglaubliches Marketing und es hat funktioniert. Fast alle Österreicher sind hingegangen. Ja? Also drei Jahrzehnte lang sind eine Generation aufgewachsen mit dem Bewusstsein, Achtung, Zecke. Ja? Also ich habe einen Freund, wenn der eine Zecke hat, sagt er, den nehmen wir nicht gleich heraus. Da warte 3 Tage, dann ist er richtig groß, dann kriegt er leicht heraus. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Aber das sind Mütter am Wochenende, wenn da eines ihrer Kinder Zecke hat, die sind mit Rettung, blauem Licht, vollgetan worden im Spital und haben das ganze Wochenende gezittert. Ja? Da wurden uns Geschichten erzählt. Ja? Also nur damit Sie wissen, die Zeckenimpfung hatte auf die Entwicklung den Rückgang der Zeckenhirn hatte überhaupt keinen Einfluss. Ich habe nun die Zahlen bekommen von der Kages, also in der Steiermark, alle Krankenhausentlassungen, die hatten, die Fälle steigen, einmal sind es mehr, einmal sind es weniger. Die Impfung hat überhaupt nichts bewirkt, außer dass sie ein unglaubliches Geschäft war und unglaublich viel Angst verbreitet hat. Und nicht wenige Menschen haben seither Multiple Sklerose, Nervenentzündungen, schwer krank geworden und auch Tote. Ja, habe ich selber erlebt. Ja. Also nur damit Sie wissen, wie es wirklich ausschaut. Nun, es herrscht die Philosophie, je mehr wir impfen, desto gesünder werden wir. Ja. Also ein Irrgedanke. Wir können zwar gegen sogenannte viele Krankheiten impfen, dann hätten wir angeblich den Impfschutz. Wie schützt du dich gegen Rödel? Wie schützt du dich gegen Masern? Wie schützt du dich? Das ist richtig ein sozialer Zwang. Du musst dich gegen Keuchhusten schützen, obwohl du den mit der Impfung genauso kriegst. Ja? Aber das ist gekommen. Und dann ist es so weit gekommen, dass heute nach den Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen und Sport, so heißt das Ministerium inzwischen, jedenfalls bis zum 9. Lebensmonat kriegt ein Kind, wenn sie schön treu und brav und fromm hingehen mit ihren kleinen Kindern, ihren Kindern, hat 10 Impfungen bekommen. Das würde bedeuten, wenn Sie ein Kind haben und das hat nur 4 Impfungen, dann darf sie nicht über das Fenster hinausschauen, weil fliegen ja die Bakterien herein und die Viren. Das würde bedeuten, wenn Sie mit 7 Impfungen auf den Kinderspielplatz gehen, dann darf das Kind nur zuschauen, weil es hatte nur 10 Impfungen. Wenn es aber 14 Impfungen hat, so bis zum 2. Lebensjahr haben Sie ja dann an die 38 Impfungen, empfohlene Impfungen, Ende des 2. Lebensjahres. Wissen Sie wahrscheinlich Ihren Gedanken? Schützen kann nur Gesundheit. Schützen kann nur der Verstand, die Bildung und nicht ein Zaubermittel. Ja? Und es gibt die Krankheitserfinder. Wenn wir schon ein Problem haben, es gibt in der Wirtschaft einen sehr fantastischen Begriff. Der heißt, du hast ein Problem und ich habe für dich die Lösung. So geht das. Sie sagen, du bist gefährdet durch diese und jene Krankheit und ich kann dich aber davor beschützen. Ja? Und so sind dann die Krankheitserfinder auf den Plan getreten. Die bisherigen Krankheiten, Masern, Mumpsröteln, da haben die Leute keine Angst mehr davor. Mein Gott, ich habe im Jahre 1974 einen Kurs gemacht für Amtsarzt. Da waren wir in Graz, ich komme aus der Weststeiermark, und da haben wir einen Kurs gemacht und sind mit den Kollegen im April im Freien gesessen in einer Pause, Freien in Graz, wunderschön, Graz ist im April wunderschön, da ist schon alles grün, schon warm. Wir sitzen zum ersten Mal in der Gasse im Freien und sitzen mit den Kollegen aus der Obersteiermark beisammen. Aus der Obersteiermark, im Würztal, die sind nachher bei mir so, mein Gott, ihr sitzt da schon im Freien und wir haben bei uns erst jetzt die Masern. Weil der Winter und noch länger andauert, weil die Masern treten vorwiegend im April, Mai auf, ja? Im späten Winter, am letzten großen Winter, so war es damals in Salzburg auch. Das war letzter März, Anfang April. Da kommen die Masern. Nun, aber man muss neue Krankheitsbewusstsein schaffen. Und da haben sie uns als erstes
es dann die Vogelgrippe. Können Sie sich erinnern? Die Vogelgrippe ist plötzlich da gewesen. Eine ungeheure Bedrohung von heute auf morgen kommt aus Ostasien. H5N1. H5N1. Die Bötzflu, ja? Es hat nicht lange gedauert, ist diese Vogelgrippe, die kein Arzt erkennen kann. Er kann nur höchstens, wenn du eine Grippe hast, im Winter, wenn du eine Grippe hast, kannst du sagen, hast du Hühner? Bist du mit den Hühnern täglich zusammen? Tust du mit den Hühnern vielleicht auch schmusen oder was? Ja, jetzt weiß ich, du hast die Vogelgrippe. So einfach geht die Diagnose. Ja? Es hat dann nicht lange gedauert, haben sie auch die Blauzungenkrankheit, die nichts anderes ist als die ein neuer Name für die Maul- und Klauenseuchen. Das haben sie einen fantastischen Namen ausgesucht, weil wenn die Viecher, wenn die Rinder verenden an Lungenentzündung oder an Herzversagen, dann kriegen sie zuerst eine blaue Zunge, bis es am Ende ist, ja? Wie es bei uns auch ist, wenn es mit uns zu Ende geht. Ja? Die meisten schauen ja nicht zu, wenn wir sterben. Ja? Ich selber schaue nicht zu, wenn ich stirb, aber die anderen sehen es. Ja? Na jedenfalls haben sie einen Namen gefunden, Blauzungen. Und das hat gegriffen, ja. Und da wurde eine Impfaktion veranstaltet, ja. Im Norden Deutschlands, Belgien, Holland, wo massiver Massentierhaltung, Rinderbetrieb ist, dort gibt es Mangelerscheinungen. Da haben sie nicht diese Möglichkeiten wie in Salzburg oder in Bayern oder in der Steiermark, Tirol, wo, Kärnten, wo die Rinder genug Weidefläche haben und eben ideale Bedingungen haben, dass sie nicht krank werden, ja. Gesunde Rinder haben. Selbstverständlich dort ist das aufgetreten. Und bei uns ist kein einziger Fall in Österreich gewesen. Aber alle Bauern mussten ihre Rinder, ihre Schafe gegen Blauzungenimpfung schützen. Nun, und schließlich kam dann die H5N1. Die sogenannte, zunächst hat sie geheißen, wie Sie wissen, Mexiko-Grippe. Ja? Also in Mexiko ist eine Grippe aufgetreten, und zwar, Sie müssen sich vorstellen, Mitte April in Mexiko, wo schon praktisch der Hochsommer da ist, ja, ja, muss ich vorstellen, haben sie eine Grippe ausgerufen. Die mexikanische Touristikindustrie ist zusammengebrochen, weil niemand mehr ist nach Mexiko geflogen, einziges Einkommen, oder ist zumindest die Pyramiden da anschauen, da drüben, bevor die ganze Welt hin, zumindest die Pensionisten, die ich kenne, also, und die Gebildeten, natürlich die Gebildeten, ja. Und dann haben sie gesagt, das können wir ihnen nicht antun, wir nennen sie anders, und haben sie dann die Schweinflu, die Schweinegrippe genannt, ja, die Schweinegrippe. Da haben die europäischen Schweinebauern auch keine Freude gehabt, und dann haben sie das neu umbenannt in neue Grippe. Aber schließlich hat man sich dann geeinigt auf den Namen H1N1, ja, das ist der wissenschaftliche Name Hyaluronidase, Neuraminidase, ja, das ist eine Klassifizierung der Virenunterteilung, ja. Ich kann mich erinnern, es hat eine Bekannte von mir, hat gerade in der Früh die Kronenzeitung gelesen, das war am 29. April, da ist plötzlich in Wien Schwächert das H1-Virus, die Schweinegrippe-Virus, ist plötzlich in Wien gelandet. Ja, gelandet. Und der Sektionschef des Gesundheitsministeriums hat eine Woche lang Interviews gegeben. Er hatte 5000 Betten vorbereitet. 5000 Betten, denn jetzt kommt die große Schweine-Grippe-Epidemie, die ganz gefährlich ist, und weitere 5000 wird er vorbereiten, hat er uns versprochen. In diesem Jahr war die Grippe im ganzen Sommer so selten wie noch nie. Wir sind gerade nicht einmal zwei Hände voll Menschen gestorben, die einen waren schon in Koma oder die einen Schlaganfall gehabt, also die waren in den letzten Zügen, und dann haben sie dort den Test gefunden. Der Test übrigens zu diesem Virus, der war schon vorher da, bevor das Virus angekommen ist. Also das ist schön seine Zufälle. Und so geht das weiter. Auch mit dem Zika. Zika, wie Sie sicher jetzt gehört haben, eine neue Krankheit in Brasilien. Die sind sehr mutig. Ja? Und alle diese Dinge führen uns schließlich dazu, dass wir beginnen nachzudenken. Und selbst der Mann von der Straße, sagt, da glaube ich nichts mehr. Ja? So wie es dieser kleine Junge macht. Wir glauben euch nicht mehr. Bisher haben die Menschen alles geglaubt, was von den Behörden, von den Politikern gesagt wurde. Und dieser Glaube schwindet mit Recht. Ja? Ganz kurz, die Entstehung der Impfung, das sollen Sie wissen, weil uns immer geglaubt wird, Sie wollen unsere Gesundheit.
ihre wichtige Sorge, darum stellen sie Plakatwände auf. Darum stellen sie Plakatwände auf, dann machen sie Fernsehwerbung in den Zeitungen. Ja. Jetzt kommt dann wieder die Werbung für die Grippeimpfung. Es geht noch rechtzeitig, dann sagen sie, der Grippeimpfstoff ist ausgegangen, Engpässe, da können wir noch schneller mal hin. Und dann ist die Grippezeit vorbei, dann kommen wieder die Zecken. Nun sollen Sie wissen, dass das eine ganz andere Geschichte war. Die Impfung ist nicht entstanden, wie es oft gehört wird, von Dr. Jenner, der da die Idee gehabt hat, von Kuhhäuter einen Impfstoff zu erzeugen und die Bocken auszurotten, sondern die kommt aus den osmanischen Ländern, wo die osmanischen Sklavenhändler die kleinen Kinder gekauft haben, die sie als allererst mit Bockenflüssigkeit geimpft haben. Bocken hat es immer gegeben. Und wenn diese Kinder die Bocken überstanden hatten durch diese Impfung, kriegen natürlich Ausschläge und kriegen auch die Bockenkrankheit, dann konnten sie für diese Kinder wesentlich mehr Geld verlangen. Das ist die Idee, das war ein biologisches Ausleseverfahren. In Russland wurden nur bockenlarbige Männer aufgenommen, da gab es ein Infanterieregiment Litauen. Da wurden nur Männer aufgenommen, die Bockennarben hatten. Also richtige, echte Männer. Raue, kräftige, nicht zarte, mit glatter Haut. Ja? Nicht das, sondern die echten, und das ist auch bekannt, die rohen Männer, ja? Die haben sie überstanden. Und dann haben sie gesagt. Ja? Und der Napoleon hat das gesehen und hat dann Impfpflicht eingeführt. Bis dorthin hat es keine Impfpflicht gegeben. Ja? Das war dann ein Hoheitsakt. Das heißt, es musste geimpft werden. Jeder musste geimpft werden. Zuerst hat er dann die Frauen und Kinder und die Spitäler durchimpfen lassen, schließlich auch seine Soldaten. Und damit, und wenn sie dann zum Beispiel nach Tirol gekommen sind, mit den bayerischen Soldaten im Krieg mit Napoleon, und das war hier in England oder in Indien, haben sie zuerst die einheimischen Bevölkerung, haben sie zuerst, wie Sie sehen, gegen die Bockenimpfung durchgeführt. Warum haben sie das getan? Damit sie Soldaten rekrutieren können. Das war die Idee des Impfens, nicht unsere Gesundheit, sondern dass wir die Gesunden dabei haben. Und die Schwächlichen, die gestorben sind durch die Impfung, die haben ohnehin nichts gehabt, weil es ja noch keine Menschenrechte gegeben hat. Und jetzt betone ich das, der Vortrag dauert nicht mehr so lange, ich möchte Ihnen nur einige wesentliche Gedanken heute zeigen, dass Sie nachdenken beginnen. Ja? Sie erinnern sich, das war dann die Vogelgrippe. Da sehen Sie hier einen sehr zerzausten Vogel, der hat nicht mehr so viele Federn, der hat nämlich die Vogelgrippe. Der fliegt von Hongkong aus, von Südostasien aus, fliegt, jetzt, Sie sehen die Ortstafel, nach Europa. Brüssel steht sogar drauf, Brüssel, da fliegt er jetzt hin. Trotz Vogelgrippe, der hat trotz Lungenentzündung, ist das Virus drinnen. Ja? Und das Virus, das nimmt er mit auf die Reise, fliegt über Indien, beim Himalaya vorbei, fliegt nach Persien, über das Schwarze Meer, fliegt über den Balkan, fliegt dann über Ungarn nach Österreich herein und über den Alpenhauptkamm drüber und lässt über Hof bei Salzburg ein Batzel fahren. Ja, das macht er. Was passiert dann? Dann schwärmen die Viren aus. Und dann haben wir die große Vogelgrippe-Epidemie gehabt. Ja? So sehr das lustig klingt, Sie erinnern sich, damals mussten alle Bauern, alle jene, die Geflügel hatten, ob sie Hühner hatten, Strauß oder Gänse oder Enten, mussten ihre Tiere 4 oder 5 Monate unter Dach halten. Und zwar nicht nur in Österreich, in ganz Deutschland und in ganz Ungarn. Dort vor einem Jahr vorgetragen, haben sie mir das bestätigt. Das heißt also, die ganz Großen dieser Welt schaffen das an und unsere Regierung und unsere Behörden haben das ausgeführt. Wurde sogar zum Gesetz. Ich habe unlängst wieder mal studiert, die Zahl der übertragbaren Krankheiten. Und da ist dann auch, weil die Vogelgrippe ins Epidemiegesetz gekommen ist, sobald es im Epidemiegesetz ist, können Sie Zwangsimpfungen machen für alle Fälle, wenn Sie die Epidemie ausrufen. Es ist keine geworden daraus. Aber die hat es nur in diesem Jahr gegeben. Später hat es nie mehr eine Vogelgrippe gegeben. Stellen Sie sich vor. Nur einmal hat es eine Vogelgrippe gegeben. Die Impfung hat gewirkt.
war eine jener Grippeimpfungen, von der man nie vorher weiß, ob die richtigen Viren drinnen sind. Und dann im Nachhinein sagen, wenn das gewirkt hat, ja, das, wir haben die Falschen erwischt. Und so schaut es aus in der Welt. Was ist Wahrheit? 3 Wochen Pressearbeit und alle Welt hat die Wahrheit erkannt. 3 Wochen Pressearbeit. Das hat schon der Oswald Spengler gesagt am Beginn des 20. Jahrhunderts. Ihre Gründe sind so lange unwiderlegbar, als Geld vorhanden ist, sie ununterbrochen zu wiederholen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das Zicker ist, das was immer Neues erfindet. Nun, das Kartenhaus-Impftheorien, die sogenannte Antigen-Antikörpertheorie, ist eine reine Erfindung gewesen von einem Militärarzt. Der sich gedacht hat, wenn die Feinde ist die Krankheit, die Feinde sind die Bakterien, die unseren Körper angreifen, dann müssen wir den Körper was machen, dass er Gegengifte, Gegenkörper erzeugt. Das ist eine fantastische Idee. Natürlich hätte man das gerne. Das hätte man gerne, wenn das wirklich funktioniert. Aber warum nur gegen diese Krankheit, die wir kennen? Also eine Irrgidee, ja? Und dann hat man gemeint, die Bakterien sind die Krankheitsursachen. Das hat einen Fehler damit gehabt, weil wir geschlossen haben von Parasiten im 19. Jahrhundert am Beginn. Dann hat man das Mikroskop gehabt und dann hat man zum ersten Mal Bakterien gesehen, das haben wir vorher nie gesehen, und hat sie für Parasiten gehalten und für die Ursache der Krankheit. Nein, die Ursache sind sie nicht. Sie spielen dabei eine ganz große Rolle beim Abbau der zerstörten Gewebe. Und schließlich hat man gemeint, also bei Bakterien weiß man heute, das sind Gesundheitserreger. Das wissen wir aus dem biologischen Landbau, wissen wir also von den effektiven Mikroorganismen, wissen wir heute von den Spitalskeimen, wo wir mit den Antibiotika und Desinfektionsmitteln die gesunden Bakterien kaputt machen. Wissen heute viele Ärzte, wenn wir die Folgeschäden der Antibiotika. Und schließlich hat man gesagt, die Viren, das war, da hat man sich irgendwas vorgestellt. Erst im Jahre 1940 hat man zum ersten Mal im Elektronenmikroskop Partikel gesehen der Zelle, die man als die gesuchten Viren bezeichnet hat. Das waren sie aber nicht. Viren, bitte, sind keine Lebewesen, können sich nicht selber vermehren, haben keinen eigenen Energiestoffwechsel, sondern sind Teile von Zellen, die eine ganz bestimmte Aufgabe im Organismus haben. Uns wird aber Viren so als unheimliche Monster hingestellt. Ja? Auch die sogenannte Herdenimmunität. Ja? Das sagen Sie ja, haben Sie jetzt in den letzten Monaten gehört, wir sind verpflichtet, aus ethischen Gründen uns impfen zu lassen. Denn wenn schon ich gesund bin, wie diese Impfgegner sagen, ich ernähre mich gesund, ich gehe rechtzeitig schlafen und. Ja, aber dann bist du ein Egoist. Du kannst dir aber den Nächsten anstecken. Daher bist du verpflichtet, dich impfen zu lassen, aus moralischen Gründen. Und diese Herdenimmunität ist eine Erfindung der Impfbetreiber. In der Biologie gibt es diesen Begriff gar nicht. Das ist eine völlige, ebenso eine Erfindung. Das wurde niemals beobachtet, eine Herdenimmunität. Stellen Sie sich eine Herde vor, die kein Trinkwasser kriegt. Eine nach dem anderen geht ein. Die Tiere haben keine Immunität. Krank werden wir durch krankmachende Faktoren, durch Hunger, durch Vergiftung, durch Dreck, durch Schmutz, durch Mangel an Kleidung, durch Unwissen. Dadurch werden wir krank und nicht durch solche wunderbaren Geschichten, die Sie uns erzählen. Nun, damit Sie wissen, was die aus dem Virus machen, gibt es zum Beispiel aus einem Lehrbuch, Sie müssen wissen, die Ärzte werden ja ausgebildet, ja? Und die heutigen Ärzte werden zum allergrößten Teil für die Industrie ausgebildet. Und in ihren Lehrbüchern müssen sie Dinge lernen, die völlig nicht mehr stimmen. Und da zeige ich Ihnen ein Beispiel aus einem Lehrbuch 1971, bitte, da war ich schon fertiger Arzt. 1971, was da in diesem Lehrbuch für Kinderheilkunde steht, über das Masernvirus. Ja? Da steht Folgendes drinnen. Das Virus fliegt, hat Flügel. Das ist ein unglaubliches Wesen. Auch fliegt das Masernvirus gerne von Zimmer zu Zimmer, wobei bestimmte Wege bekannt sind, das Gegenüberliegende, das Schräggegenüberliegende, das Darüberliegende, niemals das nebenangelegene Zimmer. Sie müssen sich vorstellen, das steht im Lehrbuch für Ärzte, das müssen Sie bei der Prüfung sagen. Ja?
Nicht, dass ich glaube, ich erzähle in der Geschichte, ich bin ein Fantast. Ja? Und damit es noch ärger wird, damit sie wissen, was uns da alles erzählt wird und wie sie uns in das Licht führen, das Ebola-Virus. Sie haben gesagt vielleicht dazu Ebola-Virus, ja? Und ich habe bis zu einem Jahr, habe ich auch dazu gesagt, Ebola-Virus. Dann war ich in Wien, da war eine Gruppe von Akademikern, die haben mich eingeladen und da war einer drunter, der war dort, wo der Fluss Ebola ist. Und ich sage dort, also das Ebola-Virus, dann hat er mich aufgeklärt, das heißt nicht Ebola, sondern Ebola, weil er war nämlich dort. Ja. Das erinnert mich an einen Arzt in unserer Nachbarschaft, der war sehr erfüllt von dem Auftrag, den Menschen Bildung beizubringen. Bei jeder Ordination hat ihnen was beigebracht und das war so die Industriebevölkerung. Und da haben die Leute immer gesagt, wie der Vorstand begonnen hat, in den 70er Jahren, sind die Leute zum ersten Mal nach Lignano auf Urlaub gefahren. Und da waren die Industriearbeiter, haben dem Doktor erzählt, Herr Doktor, wir fahren jetzt nach Lignano, ja. Und das hat ihn gestört, weil das italienische Aussprache heißt Lignano. Und er hat jeden Einzelnen erklärt, und da war er sehr erbost jedes Mal, das heißt nicht Lignano, das heißt Lignano. Dann sind diese Industriearbeiter nach Italien gefahren zum Urlaub, nach Lignano, haben sie gesagt. Dann sind sie zurückgekommen und haben dem Arzt gesagt, Herr Doktor, jetzt weißt du, wie das heißt. Das heißt nämlich wirklich Lignano. Ich war nämlich selber ja? Kennen Sie es ja aus. Also dann haben sie es ihm beigebracht. Und so ähnlich ist es mit Ebola. Bitte schauen Sie sich dieses Virus an. Ein Virus kann man heute maximal mit einem Elektronenmikroskop darstellen. Ist ein Gebilde von Eiweißketten, von Ketten von Eiweißmolekülen. Und da sieht man maximal Grauschleier, Grau oder Weiß. Also keine Farbe. Aber uns haben sie im Internet und wahrscheinlich auch in den Zeitungen, ich lese ja inzwischen heute schon mehr im Internet als in den Zeitungen, haben sie uns ein Gebilde hingestellt, das gelb ist. Seht ihr, das ist gelb. Gelb ist Gefahr. Gelb, Ampel, gelb. Achtung, gelb, ein gelbes Virus. Das Virus hat keine Farbe, bitte. Aber nicht nur das. Und da haben sie es auf ein Leintuch und da sind violette Flecken und das spritzt das Blut heraus. Ja? Also das ist ja was Tödliches. Aber nicht nur das. Sie haben also auch, es hat einen langen Schwanz, einen gebogenen langen Schwanz und es hat ein Maul und es hat zwei Augen. Also wenn Sie mich fragen, das ist nicht das Ebola-Virus, sondern das ist der Lindwurm von Klagenfurt. Ja? 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 Aber mit solchen Bildern führen Sie uns hinters Licht. Ja? Also, dann gehen wir gleich zu den Masern. Höchst gefährlich. Bitte, wenn ein Kind, das in Berlin war, wo dieses eine Kind von 11 Millionen Kindern, bitte, von 11 Millionen Kindern ist immer ein Kind gestorben, das war, habe ich inzwischen gehört, herzleidend und so weiter. Wenn ein Kind stirbt, ist es plötzlich hochgefährlich. Ja? Wir haben also in Österreich seit überhaupt nie mehr einen tödlichen Masernfall gehabt, seit längstens mehr als 10 Jahren. Sicherheit. Ja? Nie mehr, auch in Deutschland. Nicht, das war ein einziger Fall. Dann nennen Sie das potenziell tödlich. Bitte, wenn ein schwerkrankes Kind nach Chemo mit einem Herzfehler oder Nierendialyse, da stirbt dann irgendwas, da genügt ein Durchfall, da genügt ein Erbrechen, ja sogar ein Schnupfen kann genügen, dass dann das Leben ausgelöscht wird. Aber da machen Sie plötzlich aus einem Kind, von dem wir nicht wissen, wer es war, machen Sie eine tödliche Gefahr. Ja? Und dann sagen Sie, es ist potenziell tödlich. Nicht? Und dann sagen Sie, hoch anstecken. Es ist unglaublich, was die uns erzählen können, in einem Bezirk hoch anstecken. Das war in Salzburg damals Stadt und dann war nichts mehr. Warum haben wir heuer nur so wenig, wenn es hoch ansteckend ist? Ja? Also es ist das Problem der Menschen, dass sie weder die erste Frage stellen, noch die zweite Frage stellen. Ja? Nun, im vergangenen Jahr haben wir 0,03% gehabt. 0,03%. Und in diesem Jahr haben wir 0,009%. Ja? Und das soll hoch ansteckend sein. Ja? Ja, und in Kärnten und in Tirol war nur ein einziger Fall, ich weiß nicht, wo der sich angesteckt hat. Wenn in Kärnten nur ein einziger Fall war, wie ist das zugegangen? Ja? Tourismus. Und dann haben sie dabei gehabt.
Es bleibt uns nichts anderes übrig, als was wir hier in diesem Hause, einer der Grundgedanken ist, selbst nachdenken. Wir müssen lernen, selber nachdenken. Wo ich meine Medizinausbildung gemacht habe im Spital, ich habe einen Primarius gehabt, der hat von uns Ärzten immer verlangt, selber nachdenken. Und der hat uns von den Patienten im Spital, im Krankenzimmer blamiert, wenn wir schwere Fehler gemacht haben. Und der junge Arzt macht Fehler, die Älteren auch manchmal. Die Patienten halten Gott sei Dank beides aus. Ja? Wir halten viel aus, die Patienten, kann ich Ihnen verraten. Jedenfalls, es gibt also im alten Rom schon, hat der Dichter Horatius verlangt, aude sapere, selber nachdenken. Das war dann auch der Wahlspruch von Hahnemann, der Gründer der Homöopathie. Und Kant hat sie übersetzt, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Habe Mut, dich deines... Wir haben hier ein Organ. Dieses Organ heißt os frontale lateinisch. Deutsch heißt Stirnbein. Und hinter diesem Stirnbein haben wir ein Organ. Das ist weiß und hat Furchen und Lappen. Nennen wir das Gehirn. Und das ist viel mehr drinnen und wir müssen das viel mehr benutzen. Ja? Und Schiller hat es genannt, erkühne dich, weise zu sein. Bitte, wenn ich lesen und schreiben kann und denken kann, dann habe ich schon alles, was ich brauche. Denn die höchste Form, die Wahrheit zu finden, ist das Nachdenken. Die bequemste ist das Glauben. Die bitterste ist die Erfahrung. Ipsi cogitare, hat unser Primarius immer zu uns gesagt, selber nachdenken. Bleibt uns nicht erspart. Und jetzt etwas ganz anderes. Ein ganz anderes Thema, der letzte Teil dieses Kurzvortrages, sind die Charter der Grundrechte der EU. Das ist die höchste Rechtsordnung, die es überhaupt gibt. Alle Gesetze sind dem untergeordnet. Ja? Recht auf Unversehrtheit. Jeder Mensch hat Recht auf das Recht, hat Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Das bedeutet, es darf niemand mir eine Behandlung oder einen medizinischen Eingriff durchführen, ohne meine Zustimmung. Und die Impfung ist ein medizinischer Eingriff. Das ist nicht ein behördlicher Akt, weil wir mit Mutter-Kind-Pass hingehen und meinen, das gehört damit ihr Mutter-Kind-Pass-Bestätigung kriegt. Oder es ist nicht eine Schulimpfung, wo eine Kärntner Ärztin, die ein Kind geimpft hat gegen Hepatitis B, das dann erkrankt ist, an Blindheit erkrankt, also erblindet ist, bei der Verhandlung beim Gericht gesagt hat, ja, das ist die Schulimpfung, das ist eine Schulveranstaltung. Schulimpfung ist eine Schulveranstaltung wie der Wandertag oder wie die Schulmilchaktion. Ja? Nein, die Impfung ist ein medizinischer Eingriff. Ja? Und verlangt meine Zustimmung. Ja? Und verlangt die Charta der Grundrechte der EU die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklärung. Das heißt, der Arzt muss sie aufklären. Und das Oberlandesgericht Graz hat in einem Urteil entschieden, nach persönlicher Aufklärung und nicht irgendein Zettel, den sie unterschreibt. Und nicht nur nach persönlicher, sondern nach umfassender Aufklärung. Wo dabei drinnen steht, tatsächlich, wie viel schützt der Impfstoff wirklich? Welche Nebenwirkungen? Welche gefährlichen Nebenwirkungen? Welche Behandlungen gibt es? Kann ich überhaupt daran erkranken? Das ist eine umfassende Aufklärung. Ja? Entsprechend der gesetzlich festgelegten. Also, damit Sie wissen, das ist die Impfpflicht, das ist passé. Aber es wird natürlich ständig geübt. Man sagt, du musst, wenn du bei mir arbeiten willst und wenn du willst, bei mir Wandertag gehen, die Lehrer in der Schule. Das ist alles Schnee von gestern. Es gibt keine Impfpflicht in Österreich. Das sind die Relikte der Diktaturen. Impfungen, das wurde mit Gewalt angewandt. Das hat Napoleon angeordnet. So wie er die Militärpflicht eingeführt hat. Und zwar, die Wehrpflicht hat Napoleon eingeführt. Vorher hat es schon Kriege gegeben, aber das waren bescheidene Kriege mit einem Häuflein angeworbener Soldaten von Söldnern. Aber das Ausmaß des Ersten und Zweiten Weltkrieges wurde erst möglich durch die Impfpflicht, durch die Wehrpflicht, wo alle mussten Soldaten werden. Und dieser Mann hat die Impfung eingeführt, nur damit Sie wissen, durch Geistes Kind die Brockenimpfung und die Impfpflicht ist. Ja. Und dann gibt es den Begriff, der Mensch, der geimpft wird, ist der Impfling. Was ist das? Bin ich ein Impfling oder bin ich ein Mensch? Bin ich eine Person? Bitte, das ist ein Mensch, der hier geimpft wird. Mit einem Vornamen, mit einem Zunamen,
mit Staatsbürgerschaft, mit Erbrecht, ja, mit Namen. Heute haben wir verschiedene Namen, ja, Sven zum Beispiel, ja, der Pascal, ja, früher haben wir gesagt Karl, Robert, Ferdinand, Theresia, ja, heute heißen sie Jacqueline, Jacqueline und so weiter. Wir haben immerhin einen Namen, ja, wir haben alle einen Namen. Daher sind wir eindeutig identifiziert, einmalig, nie vorher da gewesen. Nach mir kommt auch niemand mehr, der so heißt wie ich. Und das bin ich einmalig, unaustauschbar. Aber die Impfer, das ist ein Impfling. So wie eine Tierherde in einem Fieber wohnt. Wir werden es jetzt alle geben. Ja? Die Mentalität, ich möchte nur darauf aufmerksam machen. Ja? Das führt dazu, dass wir sogar die Nicht-Geimpften aus der Schule ausschließen. Wie soll ein gesunder Mensch einen anderen anstecken? Klären Sie mir das. Wie soll ein gesunder Mensch jemand anders anstecken? Der Kranke bleibt ja ohnehin zu Hause. Also diese Fragen stellen wir uns einfach nicht. Und dann kommt es so weit, dass wir also die jetzt beginnen, sich nicht mehr impfen zu lassen, sich rechtfertigen müssen, sich entschuldigen, verteidigen müssen, lügen müssen. Lügen müssen, sagen, ja, es ist eh geimpft. Und darf nicht mit Wandertag gehen. Ja? Und das ist in die Zeiten, wo man gesagt hat, das ist ein Volksschädling. Denn es ist so, die Mehrheit, solange die Mehrheit impft, hat die Mehrheit recht. Ja? Die Mehrheit hat den Markt über die Wahrheit. Ja? Aber das stimmt nicht. Die Wahrheit ist Wahrheit. Und jetzt vielleicht noch ein paar Gedanken zur Bildung und zur Rechtsprechung. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, dass das heute eine Aufbruchstimmung ist. Dinge, die wir heute hören, die wir sehen, die Sehnsucht nach einer, nach Erhalten unserer Erde, nach unserer Lebensgrundlage, die Voraussetzungen für unsere Kinder. Das ist ja nicht zufällig. Daher greifen die Menschen heute zur Selbsthilfe. Seit Tschernobyl hat diese Skepsis begonnen gegen den schrankenlosen Fortschritt. Wir können alles machen. Das ist ja ein irregeleiteter Fortschrittsglaube. Der Mensch, die Natur, wir müssen es nach ihr richten. Ja? Und darum gehen die Menschen zur Selbsthilfe. Sie beginnen sich vollwertig zu ernähren. Biologischer Landbau, Homöopathie, traditionelle Medizin, europäische, chinesische, biologisch wohnen, ein Umweltbewusstsein. Und daher gehört dieses Impfen dazu. Ja? Und es ist etwas gekommen in unserer Zeit, was uns sehr hilft. Das Internet. Das freie Medium. Bis dahin war das, was auf dem Fernsehen, das war dann die Wahrheit. Das wurde verkündet. Und nichts anderes hat es gegeben. Aber seit dem Internet können wir selber Quellen nachschlagen. Wir können diese Dinge, die wir heute aufgenommen haben, oder die wir sind, können wir uns informieren. Und dann haben die Impfbetreiber mit dem Internet gar keine Freude. Die Diktaturen, die Diktatoren haben keine Freude mit dem freien Internet. Ja? Ja? Im Lehrbuch, in der Schule, beziehungsweise dann auf der Mittelschule und auch auf der Hochschule, kann man den Studenten und den Schülern das erzählen. Aber dann kommt das Internet und das ist jetzt das freie Lehrbuch. Sie sollten davon Gebrauch machen. Und natürlich auch andere Bücher lesen. Und nicht nur das, was uns das hat. Was uns die Großen vorerzählen. Ja? Dass zum Beispiel in Österreich keine Impfpflicht gibt, das wurde nicht verkündet. Ja? Ende der Bockenimpfpflicht, ja? Ende 80. Und dann 2092 keine Impfpflicht mehr gegeben, war die letzte Tuberkulose. Haben Sie dann sich erinnert, dass da in der Schlagzeile gestanden ist, dass die Gedenkfeier gegeben hat, dass es da Jubeldemonstrationen gegeben hat? Das wurde still und heimlich verschwiegen, damit wir alle noch glauben, wir müssen noch in Juristen, Behörden, Ärzte, so viele Menschen glauben doch, das wäre eine Pflicht. Das ist noch aus der Zeit der Diktatur. Ja? Oberlandesgericht Graz, die zu impfende Person oder deren Vertreter muss daher in die Lage versetzt werden, das Risiko der Krankheit und der Impfung selbst erwägen zu können. Sinn der Aufklärung? Ein Risiko abwägen zu ermöglichen. Das heißt, ich muss sehen, überlege mir, mache ich die Impfung oder nicht.
Es ist klarzustellen, dass sich die zu beratende Person oder deren Vertreter in ihrer höchstpersönlichen, wir sind Personen, bitte, in ihrer höchstpersönlichen Entscheidungsfreiheit für oder gegen die Impfung entschieden hat. Es gibt das Selbstbestimmungsrecht. Das ist ein Menschenrecht. Und ich kann da zustimmen und ich kann ablehnen. Und ich kann ablehnen, wenn ich mich damit beschäftigt habe. Daher brauche ich Aufklärung. Und nicht einseitige Propaganda. Zinkengefahr, Impfen schützt. Das ist bitte einseitig. Ich bin bei den letzten zwei Bildern. Große Denker, Naturwissenschaftler, Russell Willis, hat also schon damals erkannt, 1900 in England, das ist ein Eingriff in unsere Persönlichkeitsrechte. Bernard Shaw, einer der größten Denker des 20. Jahrhunderts, hat das Impfen leidenschaftlich bekämpft. Kneipp, der hat es bedauert, wenn er die Krüppel, die gelähmten Kinder, versucht war, was zu retten. Gandhi hat überhaupt gesagt, das ist ein schmutziges Geschäft. Und damit Sie nicht wissen, das waren nicht nur Denker, sondern auch Ärzte, Lorenz Bühler. Und viele Österreicher haben diesen Namen schon oft gehört, Lorenz Bühler Krankenhaus. Das war der Pionier der modernen Unfallchirurgie. Der hat auf seiner Unfallchirurgie die Tetanusimpfung als völlig sinnlos erkannt und hat sie in seinem Spital gar nicht gegeben. Das sind also jetzt nur Blitzlichter. Ich bin schon fertig beim letzten Bild. Es soll eine Anregung sein. Es soll eigentlich eine Ermutigung sein. Das soll diese Stunde schon dazu beitragen. Dieses Bild. Wir brauchen uns nicht, die uns den Schutz versprechen. Bitte spitzen Sie doch die Ohren. Ich sage dazu nur eines. Wir schützen unsere Kinder selber. Ich brauche euch nicht. Danke vielmals. Das ist das Bild dazu. Das ist das Bild. Ja, wir schützen unsere Kinder selber. Schauen Sie das an. Ja. Meine Frau sagt, das muss ich sagen, dass das ein Enkelkind ist. Wenn ich das unterlasse, muss ich halt im Wohnzimmer schlafen. Danke, Herr Dr. Löhner, für diese sehr interessante Ausführung und ja, Fragestunde. Wer hat Fragen? Wir haben nur circa eine halbe Stunde Zeit. Bitte um die Fragen. Ja, es ist richtig. Also ein Sohn von Edward Jenner, auf den der angeblich die Pockenimpfung erfunden hat, ja, er hatte einen schwerstbehinderten Sohn durch die Pockenimpfung, den er selber diese Impfung zugefügt hatte und hat dann am Ende des Lebens so wird überliefert, dass er das als einen schweren Irrtum erkannt hatte. Ja. Das Pferdeserum hat eine andere Geschichte, also man weiß ja gar nicht mehr, wo das Impfstoff in Wirklichkeit hergekommen ist. Es haben sich ja die im Dunkeln verloren, die Quellen, wo das wirklich, was dann wirklich war. Da wurden ja viele selber, Impfstoffe wurden ja selber gebastelt in den ersten Jahrzehnten. Da haben sie selber begonnen, von Bockenkranken die Bläschen abzusaugen, selber Impfstoffe gebastelt. Ja. Bis dann der Impfstoff durchgekommen ist und dann einheitlich von einem Unternehmen, der dann weniger Nebenwirkungen hatte und weniger gefährlich war, hat es ja viele Jahrzehnte gedauert. Ja? Das, aber wir wissen nicht mehr, wo schließlich der letzte Impfstoff, wo der zurückgeht. Ja? Es war nur interessant, die WHO erklärt auf der einen Seite, die Pocken seien ausgerottet, weltweit, stimmt aber nicht. Wenn in den armen Ländern irgendwo Pocken auftreten, und sie treten auch immer wieder auf, dann schicken sie die Leute, die Experten von der WHO hin, und von der amerikanischen Seuchenbehörde, CDC, und die kommen dann hin und schauen das an und sagen dann, nein, es ist nicht Pocken, es ist
ein Herpes simplex oder es ist ein Parapockenvirus oder es ist ein pockenähnliches Virus. Also es kann nicht sein, denn wir haben ja die Impfung aus, wir haben ja mit der Impfung die Pocken ausgerottet. Also wir haben ja die Diagnose sogar in der Hand. Ja? Also das ist das Problem. Aber wie die Amerikaner nach Irak einmarschiert sind, den Krieg in Irak begonnen haben, mussten die amerikanischen Soldaten alle gegen Pocken geimpft werden. Und die deutsche Regierung hat Millionen von Pockenimpfstoffen gekauft und auch die österreichische Regierung hat genug Pockenimpfstoffe gekauft, obwohl die Pocken ausgerottet seien. Weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben oder was man der Regierung erzählt hat, warum Österreich den Pockenimpfstoff kaufen muss. Ja? Millionen von Impfstoffen gekauft. Lagern tut am Erzberg übrigens. Ja? Weiß nicht, warum am Erzberg. Ja, möglicherweise. Also, ja, da gibt es also, solche Dinge kommen immer mehr deutlich heraus. Ich danke Ihnen für diese Erzählung. Bitte. Ich habe drei Dinge. Das erste, gibt es das Ebola-Virus wirklich? Dann zu den Impfungen. Meine Tochter war damit konfrontiert bei der Kinderärztin in Wien. Sie wollte sie zwingen, das Kind impfen zu lassen. Meine Frage ist, wie kann sie argumentieren in so einer Situation? Und das Dritte wäre, es ist noch nicht allzu lange her, im Rundfunk hat man verkündet, dass ungeimpfte Kinder nicht in den Kindergarten dürfen. Ja, also Sie sind nicht gerade unbescheid. Drei Fragen gleichzeitig. Also, es gibt in Österreich keine Impfpflicht. Die gesetzliche Lage ist so. Nur im Falle einer ausgerufenen Epidemie kann der Amtsarzt, die Bezirksverwaltung, Behörde, die Gesundheitspolizei für einen Menschen aus dem Unterricht, aus dem Schulbesuch ausschließen, muss aber dafür sorgen, dass es einen Ersatzunterricht gibt oder dass es Verdienstentschädigung gibt. Diese Sache hat noch niemand beansprucht. Ja? Also, das sind Dinge, die sind einfach Gemeinplätze, die Kindergärtnerin oder der nächste Arzt oder sagt das. Es gibt sogar Schuldirektoren, die Schulden schließen lassen, obwohl sie das nicht dürfen. Aber da gibt es ganz einfach einen sogenannten gesetzesfreien Raum, der so ausgelegt wird. Aber wenn Sie beharren drauf, darf nicht geimpft werden. Nein, keine Epidemie, keine ansteckende Krankheit, ich selber bin gesund. Nicht. Du befolgt, ja? Die zweite Frage war, wie argumentieren? Ich argumentiere nicht, denn Sie müssen wissen, die Ärzte wissen selber sehr wenig. Und dann ist es nicht gut, mit einem, der nichts weiß, zu argumentieren. Ja? Der sagt Ihnen nur die Schlagworte, die er hört, wir haben die Pocken rausgerottet und wollen Sie auf Intensivstation liegen, wollen Sie ein Kind haben, dass es gelähmt wird, solche unsachlichen Antworten kommen. Ja? Ich sage, die Frauen, die haben eine Fähigkeit zu argumentieren von Natur aus, die Männer es nicht haben. Also da muss es Möglichkeiten geben. Herr Doktor, sind Sie halt schlecht aufgeregt, ist eine Möglichkeit. Oder Sie lügen. Weil Lügen aus Notwehr ist keine Sünde. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja? Also ich würde nicht viel argumentieren, es gibt ja eine Möglichkeit. Ich habe eine Mutter, die auf Mutter Kimpers draußen schreibt drauf, roter Farbe wird nicht geimpft. Aus. Manche treten auf, dass der Arzt knieweich wird. Manche nehmen ihren Mann mit in die Sprechstunde zum Arzt und dann ist der Arzt schon wesentlich anders. Ja? Wenn er so eine kleine, schmächtige, schüchterne Mutter ist, die machen es fertig. Und im Spital passiert das auch, zum Beispiel bei der Verletzung durch Tetanus. Ja? Da wollen sie Tetanus impfen und sagen, es sei Pflicht. Dann kann man sagen, ich habe mein Kind erst vor wenigen Monaten ist es geimpft worden. Oder ihm nach dem von meinem Hausarzt, dann kann der hineinschreiben, die Mutter erklärt und Schluss und fertig, weil der muss das ausfüllen. Ja? Aber das ist auch das persönliche Geschick, wie man mit Menschen spricht. Ja? Sie müssen, es gibt Folgendes, es gibt eine Möglichkeit, Sie müssen sich denken, wie sage ich es meinem Arzt? Wie sage ich es meinem Arzt? Das ist auch eine Möglichkeit. Das müssen wir lernen. Wie sage ich es meinen Kindern? Wie sage ich es meiner Frau? Wie sage ich es meinem Mann? So müsst ihr auch lernen, wie sage ich es meinem Arzt. Ne? Aber da kann ich mir Folgendes machen, Herr Doktor, ich habe so viel Vertrauen, ich fühle mich so bei Ihnen so wohl.
Sie sind so ein hervorragender Diagnostiker. Aber bezüglich Impfung, lassen Sie mir noch ein bisschen Zeit. Ich habe irgendwie Angst. Also irgendwas finden schon. Also ich glaube, dass die Frauen erfinderischer sind als die Männer. Die erste Frage war, Ebola, Virus. Ja, bitte. Ist Ihnen aufgefallen, dass wir Krankheiten haben, die wir vorher nie gekannt haben? Ebola, Zika, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Blauzunge. Und was immer zieht, ist das dazugehörige Virus. Ich könnte genauso ein Virus erfinden gegen Fettsucht. Ja? Das Fettsucht-Virus. Ja? Gibt so und so viel, sind ein bisschen einfach wie beim Obelix, Asterix, ein bisschen gut untersetzt. Heißt ja nicht Fett unbedingt. Ja? Büchniker, ja. Das sind einfach von Natur aus ein bisschen so. Ja? Und dann kann ich sagen, ja, die Ursache ist ein Virus. Das würde nicht Sie wissen, es gibt heute noch keinen einzigen exakten Virustest, sondern das sind nur Suchreaktionen. Selbst der AIDS-Test, da verwenden Sie zwei Tests und beide sind unsicher, der Western Blot und der ELISA-Test, sind beides Antikörperreaktionen. Keiner von beiden ist sicher. Darum gehen Sie nie zu einem AIDS-Test hin. Tun Sie das nicht. Tun Sie das nicht, ich sage Ihnen das. Das funktioniert nicht, das ist kein Masern, Rödeln, das sind Kreuzreaktionen, das funktioniert nicht. Das sind höchst unsichere Tests. Es gibt nur einen Test, der sicher ist. Nicht nur meinen Vaterschaftstest, ist 99% nur sicher. Ja? Weil da geht es immerhin um viel Geld. Aber es gibt noch einen anderen Test, es geht nämlich darum, wer zahlt. Ja? Aber es gibt noch einen anderen Test, der ist sicher. Das ist der Schwangerschaftstest. Hier wird aber kein Virus nachgewiesen, keine Antikörperreaktion, sondern ein Hormon, das bei gesunder Schwangerschaft der Körper bildet. Ja? Aber ich selbst bezweifle den Sinn dieses Schwangerschaftstestes. Denn, ich habe 4 Kinder. Ich habe das bald gemerkt, beim zweiten habe ich schon gemerkt, das war anders. Plötzlich war sie anders. Also ich will mich nicht im Detail verlieren, weil das mag meine Frau nicht. Aber sie sagt, das darf ich nie mehr sagen, aber ich sage nur, ich habe es gemerkt. Ja? Und außerdem habe ich gewusst, was wir gemacht haben. Ja? Deshalb war ich bin nicht blöd. Ja? Das habe ich mitgekriegt. Ja? Also, wozu gibt ein Test? Ja? Ein Test ist was. So. Die C-Prüfplakette, Test. Bitte, ganz hinten. Ich hab das Mikrofon. Ah, Sie? Ja, dann machen Sie. Aber Sie kriegen es dann als nächstes. Ja, bitte. Der das Mikrofon hat, der hat die Macht. Bitte. Es ist mir eine ganz wichtige Frage an Sie, und zwar das Enzym, das Tumorenzym, was man gefunden hat in Impfungen, Nagalase. Können Sie uns darüber etwas erzählen? Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich habe zwar gehört davon, habe mich mit diesem Thema nicht beschäftigt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Worauf will aber Ihre Frage hinaus? Vielleicht kann ich da. Ich will darauf hinaus, dass in Amerika über 20 naturheilkundliche Ärzte kurzfristig verschwunden sind, sagen wir so, weil sie das in Impfungen gefunden haben. Ja. Und nachdem die Nagalase bei Tumorpatienten geprüft werden kann, je nachdem wie stark sie ist und wie sie zurückgeht, ist das eine ganz wesentliche Frage, die mir schon sehr auf die Zunge kommt. Ja, es ist also richtig, solche Dinge kommen immer mehr und mehr in die Oberfläche. Ja? Und Sie wissen, Amerika ist eine Diktatur. Das sogenannte Land der unbegrenzten Freiheit, und die Freiheitsstaaten müssten Sie woanders aufstellen. Nicht dort. Ja? Und die haben mehr zu sagen als die Präsidenten in Amerika. Und was wir hier tun in Österreich, die Händeln ein Dach drüber geben für 5 Monate, das kommt von dort. Ja? Und das kommen immer mehr Dinge heraus. Wir müssen die Ohren spitzen. Aber es gibt einige Dinge, wo ich nicht weiß, kann ich keine sichere Antwort geben, aber so habe ich es auch vermutet. Zum Beispiel wird behauptet, dass mit den Impfungen Chips implantiert würden. Solche Dinge bin ich zu wenig kompetent, sage ich ganz aufrichtig. Aber dass wir uns Gedanken machen, das ist einmal der erste Weg. Ja, genau. Gut. Wer das Mikrofon will oder soll aufspringen, wir bringen uns das Mikrofon hin, bitte. Wer möchte gerne? Da ist eine ganz brennende Frage im Hintergrund.
Sie eine Entgiftungs eine Entgiftungsidee oder eine Möglichkeit für die Kinder, die bereits geimpft wurden? Also folgendes. Wenn Sie, also genommen, Sie haben zwei Teilimpfungen gemacht. Teilimpfungen sind nichts anderes als eine weitere Impfung. Drei Teilimpfungen sind nichts anderes als drei Impfungen. Immer das Gleiche. Und dann gibt es Menschen, die erkennen, so, ich habe heute den super Vortrag vom Leutner gehört. Und ich gebe keine Impfung, aber bitte, jetzt habe ich da eine, habe ich schon eine, das andere Kind hat noch zwei. Und der Österreicher ist gewohnt, das Formular zur Gänze auszufüllen. Ja? Formular zur Gänze auszufüllen, weil das kann ich jetzt nicht machen, jetzt habe ich schon begonnen und jetzt muss ich das ja irgendwo, das ist das nicht voll, das kommt der gute Kind was. Und das. Nein, sobald Sie was erkannt haben, hören Sie vom Impfen auf. Das ist nun mal das allererste. Der Prinzip der Heilkunde, zuerst einmal die Schädigungen vermeiden. Das ist ab jetzt das Erste. Das Zweite ist, wir verwechseln die Impfschädigung und den Impfstoff, die Impfstoffinhalte. Das, was passiert bei der Impfung, bei jeder Impfung läuft eine mehr oder weniger harmlose bis mittelschwere bis leicht bis sehr schwere Gehirnentzündung ab. Weil das Gehirn immer beteiligt ist, es kommt zu einer Hirnschwellung, vorübergehend. Bei den meisten harmlosen, bei so und so vielen Menschen nicht harmlos, bei so und so vielen Kindern gar nicht harmlos, beim Hexavac-Impfstoff, da haben wir nach 5 Jahren ist er verschwunden, was 44, was 33 Tote gegeben hat in Deutschland und Österreich, eins war in Kärnten, bekannt geworden ist. Das heißt nicht, dass es nicht mehr Tote gegeben hat. Ja? Also, wenn da was passiert ist, dann ist das passiert, das ist die Krankheit. Da kann man nichts mehr, gar nichts mehr machen. Sie können nur, wenn Sie gut Homöopathie können, der Kneipe, in diesem akuten Anfall, wo wenige Stunden nach der Impfung das Kind die ganze Nacht schreit, mit der Atmung aussetzt, Fieberkrämpfe bekommt, nur mehr schreit und das Bewusstsein verliert, Bewusstseinsverlust, ja, Delirium bekommt, da können Sie, wenn Sie da was verstehen, Homöopathie, Kneipp oder was anderes, können Sie zumindest schauen, dass es wieder gut vorbeigeht und nicht weitere Schäden entstehen. Wenn Sie da noch Fiebermittel dazugeben oder Cortison oder was immer die heutige Medizin macht, dann passiert noch mehr. Aber die Kinder haben eine irrsinnig starke Heilpotenz. Werden mit so vielen Schäden fertig. Nur die schwersten Geschädigten, die bleiben geschädigt. Ja? Darum kann man ja so viele Impfungen bei den kleinen Kindern machen, weil die das überstehen. Wenn wir bei den Erwachsenen so viel impfen würden, das würde reihenweise bemerkt werden. Ja? Aber die kleinen Kinder halten viel aus. Und jetzt die letzte Frage, gibt es Mittel, die dann das, was jetzt durch den Impfstoff hineinkommt, na, was kommt alles hinein? Fremdeiweiß kommt hinein, es kommt krankes Gewebe kommt hinein, dann kommt Desinfektionsmittel, ja, da hat man deswegen lange Quecksilber dazugegeben, das Thiamersal, und man hat es ersetzt durch andere Mittel, Phenoxyethanol zum Beispiel, dieser zyklische Alkohol, ja, der heute in den Feuchtigkeitstüchern drinnen ist, nicht, wo man so feucht, besonders sauber sein will, ja. Im Klo ist das manchmal. Ich habe meine Tochter, die ist leider jetzt schon ausgezogen, aber da war sie noch ein bisschen zu Hause. Und so eine moderne, junge Tochter, die ist ja besonders sauber, ja. Und da plötzlich steht da am Klo, am Fensterbanke, steht da so eine blaue Dose, so eine blaue Plastikdose, und da schaut immer so ein dreieckiges Tuch heraus. Und das habe ich wochenlang negiert und nicht weiter mit Gedanken gemacht. Und dann greife ich einmal hin und sehe, das ist feucht. Das ist sie, warum ist denn das feucht? Ja. Aha, dann schaue ich das an, das genug sieht man heute, dieser polyzyklische Alkohol, ja. Das ist desinfizierend und auch diesen Alkohol hat man eingebaut als Desinfektionsmittel, weil das muss ja stabil bleiben, das wird ja sonst verfaulen, der Impfstoff, ja. Und dann versucht man halt immer wieder Neues. Und dann ist drin Aluminiumsalze, warum sind die drinnen im Impfstoff? Damit eine sogenannte Immunreaktion ausgelöst wird. Das Aluminium ist ein Stoff, der in unserem Körper nicht vorkommt. In unserem Körper kommt alles Mögliche vor. Man sieht in Erden, Metallen und so weiter. Aber Kupfer zum Beispiel, ja. Aber Aluminium kommt nicht vor. Und dann beginnt der Körper eine hohe Aktivität von Immunkörpern bereitzustellen, die wir Antikörper nennen, ja. Und dann können der Impfstoffhersteller der Behörde gegenüber sagen, schaut, was für eine gute Immunantwort. Bitte, ich bin nichts neugierig auf eine gute Immunantwort. Ich bin nichts neugierig, dass ich mich vergiften lasse. Aber die Impfbetreiber sagen, so gute Reaktion, hat der Fieber,
hat Hautanschläge, fantastisch, hat drei Tage Kopf, super, herrliche Reaktion. Also, und das kann nur entstehen, wenn wir dem Körper einen Schaden zufügen. Ja? Und dann gibt es die Versuche heute, viele Naturheilkunde, also die Energetiker und Bioresonanz und alle versuchen, diese Stoffe zu neutralisieren oder zumindest aus dem Körper zu entfernen. Ich selbst bin, ganz ehrlich, sehr skeptisch. Ich habe also vieles probiert. Ich bin einer der führenden Homöopathen Österreichs. Also ich habe leider davon nicht viel gesehen. Aber ich wünsche mir, dass es doch einige gibt, die tatsächlich in der Lage sind, diese Gifte, die wir dem Körper zugefügt haben und beim kleinen Kind schon nach 9 Monaten 10-mal zugefügt haben, dass wir die irgendwie herausbekommen. Aber die meisten Menschen werden damit fertig. Die Kinder schaffen das. Gut. Wenn es schon zu Ende geht, dann, aber da gibt es noch in der zweiten Reihe. Jetzt vielleicht eine letzte Frage noch, da man dann zum Ende kann. Ja, die Dame da hinten hat das Mikrofon. Bitte. Ja, hallo. Bitte. Also hallo, ich möchte das Thema Atomunfall aufgreifen. Da gibt es ja noch die Soforthilfe in Form von Tabletten. Hat das noch überhaupt eine Wirkung im Sinne? Ja, also ein Reaktorunfall oder Atombombe, stellen wir uns alle diese Dinge vor. Wir dürfen uns nicht mit oberflächlichen Scheinlösungen begeben. Da kriegen wir also zum Beispiel diese Jodtabletten, die in den Schulen verteilt worden sind. Ja, überall. Bitte, das funktioniert in der Praxis überhaupt nicht. Weil Sie dürfen Jodtabletten nicht jemandem geben, den Sie nicht untersuchen. Das ist ein Patient und Sie müssen den Verlauf kontrollieren. Die Radiologen lehnen das völlig ab, ja, und die Schilddrüsenspezialisten, also die warnen davor. Aber die Politik will uns dahin das Licht führen und uns damit beruhigen, völlig sinnlos. Die letzte Frage wurde in der zweiten Reihe, dann ist Schluss. Die Frage, wie wird es gelöst haben mit der Impfung? Mit der Impfung? Bitte, dann war es in der Fertigung. Ja, das ist richtig. Ja, der Sohn von meinem Freund war 13, kommt aus der Schule und sagt, muss er impfen oder nicht? Mein Freund sagt, was machen wir? Sage ich, möchtest du impfen? Dann hat er gesagt, er möchte nicht. Sage ich, dann schreiben wir, die sollen die Garantien übernehmen, dass der Sohn keine Impfschäden davon trägt. Es ist keine Antwort gekommen und der Bub ist nicht geimpft. Ja. Damit sind wir fertig. Es geht um unsere Person. Es geht um unsere Kinder. Was glauben Sie? Die machen sich Sorgen und Gedanken um die Gesundheit, um unsere Gesundheit. Wer glaubt so etwas noch? Und damit wünsche ich diesem Hause und diesem kurzen Nachmittag, den ich mit Ihnen verbringen durfte, das, was wir alle mitnehmen können. Wir sind jemand, bitte. Und uns gibt es auch. Ich danke vielmals. Ich habe gerade die Information bekommen, dass der Dr. Leubner nachmittags bei einer Familie war mit einem impfgeschädigten Kind, das ich auch kenne. Und dort war das Fernsehteam von Servus TV dabei und hat es gefilmt. Und die soll am nächsten Donnerstag um 22.15 Uhr, glaube ich, Pro und Contra heißt die Sendung, ausgestrahlt werden. Geplant ist immer, ein Lied zu spielen. Meine Frau hat es gerade gesagt. Und Diane und Pierre und ihr Sohn, Elias, glaube ich, ja, sind schon bereit. Und wie gesagt, sie werden uns ihre Interpretation unseres Golden Earth Liedes jetzt präsentieren. Diane und Pierre, bitte.
Dankeschön, Diane, Pierre und Elias. 30 Minuten Pause. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, hinten ist der Büchertisch. Christa Jasinski, John Conrad und meine Bücher. Und Dr. Leubners Bücher. Nicht zu vergessen, an der Bar haben wir die Getränke und im Nebenraum gibt es was zu essen. Und in circa 30 Minuten geht es dann weiter. Okay.